Zucker, 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 Zucker. Und jetzt sind die Schlauen unter euch sagen, naja, aber Frau Doktor, ich trinke ja immer die Cola Light. Ja, das ist noch schlimmer. An apple a day keeps the doctor away. Totaler Bullshit. Obst ist nicht unser Freund. Ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt, weil Anti-Aging und ich als Anti-Aging-Medizinerin mich natürlich mit solchen Dingen beschäftigen muss. Schönheit kommt von innen. Das heißt nicht nur, dass man einen tollen Charakter braucht, sondern auch die richtige Ernährung. Obst an sich, was ist Obst? Fruchtzucker. Da gibt es natürlich Obstsorten mit mehr Fruchtzucker und solche mit weniger. In der Regel ist es so, je süßer so ein Obststück ist, desto mehr Fruchtzucker enthält es. Und Zucker ist für jede Zelle in unserem Körper der Feind. Beschleunigt sogar tatsächlich die Hautalterung. Deswegen ist das, was unsere Großmütter uns immer gepredigt haben, Kind nimm einen Apfel mit in die Schule oder ein Stück Obst anstelle ein schönes Stück Schokolade, wirklich totaler Blödsinn. Kontraproduktiv. Eine gesunde Ernährung setzt tatsächlich auf Proteine und Fette, so paradox das auch klingen mag. Kohlenhydrate in unserem Körper können nicht gut verwertet werden. Alles, was da über den tatsächlichen Kalorienverbrauch am Tag zugeführt wird, wird zu Fett im Körper und landet auf der Hüfte. Und deswegen schauen wir mal in so einen Kühlschrank und gucken uns im Detail mal an, was davon gut und was davon schlecht ist. Da sehen wir die obere Abteilung, ganz schön sortiert und vor allem ganz oben die Abteilung. Das ist Gift, 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 Gift. Zucker, 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 Zucker. Und jetzt sind die Schlauen unter euch sagen, naja, aber Frau Doktor, ich trinke ja immer die Cola Light. Ja, das ist noch schlimmer. Da sind Süßstoffe drin und Süßstoffe suggerieren unserem Körper, dass wir Zucker zu uns genommen hätten. Darüber hinaus wird Insulin ausgeschüttet und der Zucker, der noch im Blut zirkuliert, wird aufgenommen in die Zelle. Und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel und wir bekommen Heißhunger. Deswegen werden Süßungsmittel auch in der Tiermast eingesetzt, damit die Schweine richtig schön dick werden, bevor man sie schlachtet. Also Obacht vor Süßungsmitteln. Nächste Abteilung, Alkohol. Ist auch Zucker. Klar, ab und zu mal ein Glas Wein, gerade Rotwein ist gesund. Da sind bestimmte Inhaltsstoffe drin, die uns für Herz-Kranz-Gefäßerkrankung schützen können. Dennoch gilt da, weniger ist mehr. Wer wirklich unser Freund ist, ist Wasser. Und da setzen wir vor allen Dingen auf stilles Wasser, Kohlensäure wiederum übersäuert den Körper, lieber darauf verzichten, aber mit Kohlensäure immer noch besser als jeder Softdrink. Nächste Abteilung. Feind, Omas selbstgemachte Marmelade. Wer jemals Marmelade selbst gemacht hat, sieht, wie viel Zucker da reinkommt. Hatten wir das Thema Zucker ist No-Go Marmelade. Honig, diese ganzen Schoko-Aufstrich-Geschichten, die es gibt. Gift, 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 Gift für euren Körper und eure Zellen. Weg damit. Fette, Butter, Margarine, alles, was man so aufs Brot streicht, gar nicht ganz so schlimm, wie es in der Vergangenheit immer propagiert wurde, da Fette tatsächlich, gerade die gesättigten Fettsäuren, sogar dabei helfen, Fett zu verbrennen. Deswegen nicht so ganz unser Feind. Hier ist meine Lieblingsabteilung, total unterschätzt Käse. Käse ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Nahrungsmittel. Käse enthält unheimlich viel Protein. Na, wenn ich jetzt mal hier schaue, mal als Beispiel, wir haben hier auf 100 Gramm 29 Gramm Fett, ist aber nicht so schlimm, davon sind nämlich 22 Gramm gesättigte Fettsäuren. Und wir haben 0 Gramm Kohlenhydrate, nicht so schlecht, und wir haben 24 Gramm Eiweiß. Käse ist super. Es gibt diesen schönen Spruch, Käse schließt den Magen. Ja, man nimmt hochpotente Eiweiß und Fette zu sich und ist tatsächlich satt dadurch. Dann habe ich diese kleine linke Abteilung ganz bewusst mal mit reingenommen. Joghurts, da gibt es wirklich große Unterschiede. Alles, was wir so kennen, diese ganzen Geschmacksdinger, egal ob mit Vanille oder Zutaten oder Erdbeer, das ist echt Gift. Das ist wieder Zucker pur. Die gesunde Variante ist wirklich Naturjoghurt ohne Süßungsmittel, der ruhig auch Fett haben darf. Und wer es ganz richtig machen will, der nimmt sich einen schönen Quark mit 20% Fettanteil. Das sättigt, kann noch Nüsse oder ein bisschen frisches Obst wie Beeren. Die sind nämlich gut, die enthalten viel Antioxidantien. Drunter rühren zum Frühstück und tut sich damit wirklich was Gutes und die Zellen werden es lieben.
Die allerwichtigste Abteilung in so einem Kühlschrank ist die Gemüseabteilung. Gemüse liebt unsere Haut. Das enthält wahnsinnig viel Antioxidantien. Das ist nichts Neues. Antioxidantien sind ganz wichtig, um freie Radikale zu fangen, also wirklich für eine gesunde, strahlende Haut zu sorgen. Und davon darf man wirklich so viel essen, wie man möchte. Ein wesentlicher Bestandteil in der Ernährung soll also Protein sein. Das erreiche ich einfach dadurch, dass ich auf viel Fisch und Fleisch setze, indem ich auf Kohlenhydrate nur zu 15% in meinen Ernährungsplan mit reinnehme und kleine Hungerattacken mit Nüsschen oder einem Quark oder von mir aus auch mal eine Handvoll Beeren stille. Dann habe ich eine ganz gute Grundlage, um langfristig eine schöne Haut und einen guten Tarn zu haben. Das ist nicht so schwer.